Wo glaubst du, ist er jetzt? Also ich glaube, dass Jakob jetzt bei Gott ist. Meine erste Frage an dich ist, gibt es ein Leben nach dem Tod? Also ich bin davon überzeugt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich weiß nicht, wie es aussieht und wie das genau sein wird, aber dass es ein Leben gibt und dass da was kommt, davon bin ich überzeugt, bin ich sicher. Was macht dich so sicher, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Also ich glaube, es kommt zum einen durch das, was ich in der Bibel lese und was Jesus da erzählt über die Ewigkeit, was auch an anderen Stellen steht. Das ist das eine. Und dann, ich glaube, auch mein eigener Wunsch, meine Hoffnung. Also wir haben ja ein Kind verloren und ich hoffe einfach fest, dass ich ihn wiedersehe und auch andere Menschen, die ich so auf meinem Weg verloren habe, dass ich sie wiedersehe. Und deswegen ist natürlich auch meine Hoffnung, mein Wunsch, dass es so ist. Dein Sohn ist gestorben mit wenigen Monaten. Ihr habt ihn verloren. Wo glaubst du, ist er jetzt? Also ich glaube, dass Jakob jetzt bei Gott ist. Also, dass er es besser hat dort, dass er keine Krankheit mehr hat. Und er hatte ein halbes Herz nur und ich glaube, er hat jetzt wieder ein ganzes Herz. Also Gott wird ihm oder hat ihm ein neues Herz gegeben. War auch schön zu sehen, in dem Bibelspruch gibt es ja jeden Tag so einen Losungsspruch. Am Tag seiner Geburt war das auch der Vers, der da stand, dass Gott uns ein neues Herz schenken will. Und es war für mich auch eine große Zusage und eine große Hoffnung. Und ich glaube, dass er jetzt da oben sitzt oder wo auch immer bei Gott ist und dass es ihm gut geht und dass ich ihn dann auch irgendwann wieder treffe. Wie stellst du dir das vor, dieses Leben in der Ewigkeit? So eine genaue Vorstellung habe ich gar nicht. Ich glaube einfach, dass es ein Zustand ist des vollkommenen Glücks. Es steht ja mal in der Bibel, dass Gott alle Tränen abwischen wird und dass es keine Schmerzen mehr geben wird und kein Leid. Und das, was uns hier so beschäftigt und auch runterzieht auf dieser Welt oder in diesem Leben. Deswegen glaube ich einfach, dass es ein total glücklicher Zustand sein wird. Wie das genau aussieht, ob es da goldene Straßen gibt oder goldene Wasserhähne, weiß ich nicht. Aber es ist einfach ein glückliches Leben bei Gott. Welche Bedeutung hat der Himmel, diese Aussicht auf die Ewigkeit bei Gott für dein Leben hier und heute? Das hat eine ganz große Bedeutung, also weil ich weiß, dass ich eine Heimat habe, wo ich hingehe. Also ich weiß, wo ich herkomme, dass ich von Gott komme, dass er mich gemacht hat und dass ich eine Heimat habe. Also dass ich auch wieder zu ihm gehen werde und dass ich bei ihm willkommen bin. Und das hat eine Riesenbedeutung, weil dieses Leben dadurch vielleicht nicht unwichtiger wird und nicht weniger lebenswert, aber es hat einfach ein Ziel. Und das ist für mich ja großartig zu wissen. Gibt es Momente, wo dir das nicht so klar ist, wo du am Himmel zweifelst? Also es gibt natürlich Momente, wo es mir schwerer fällt, daran zu glauben, dass Gott es auch gut meint mit mir und dass es auch einen Himmel gibt, dass es so ein Ziel gibt, wo ich hingehe und wo auch Jakob jetzt sein wird. Wir saßen neulich in einem Gottesdienst für trauernde Eltern. Also da waren 200, 300 Leute zusammen, die alle ein Kind verloren haben. Und in so einem Moment denkst du dir schon, was das Ganze soll. Also was hat Gott sich dabei gedacht bei so einer Geschichte? Und das sind dann auch Momente, wo es mir echt mal kurz richtig schwer fällt, daran zu glauben, dass Gott es gut meint. Dass er es wirklich auch, dass er eine Wohnung für mich bereitet hat, wo dann alles gut sein wird. Weil ich natürlich schon auch hier erlebe und jeder von uns es ja auch erlebt, dass es Dinge gibt, die echt beschissen sind. Und das war so ein Moment in diesem Gottesdienst, dachte ich echt, boah, was ist hier los? Und wenn dann andere erzählen, die eine Tochter verloren haben innerhalb kürzester Zeit an einem Hirntumor, dann habe ich da auch meine Zweifel natürlich an der Güte Gottes, auch im Himmel, klar. Wie hält man dann sowas aus? Also mir ist da extrem wichtig geworden, mit anderen drüber zu sprechen, also auch zu merken, wie andere damit umgehen, wie andere auch ihre Zweifel leben und ja, dann auch wieder ihre Gewissheiten bekommen. Also andere Glaubensvorbilder sind da extrem wichtig für mich. Auch Leute, die schon 200, 300 Jahre tot sind, aber die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und die trotzdem bei Gott geblieben sind und an ihrem Glauben festgehalten haben. Und klar, auch der Austausch als Ehepaar, als Paar mit meiner Frau ist ganz wichtig, weil es, glaube ich, immer einen gibt, der vom anderen wieder oder der sich am anderen hochziehen kann. Und so ist es auch ein Austausch, glaube ich, ein ganz wichtiger. Ja, sich gegenseitig auch bei Gott zu halten und sich im Glauben zu stärken. Manchmal gelingt es besser, manchmal weniger gut, aber ja, so im Großen und Ganzen ist dieser Austausch eben extrem wichtig für mich.